Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch mal drei verschiedene Möglichkeiten, was ihr machen könnt, wenn ihr den Schlüssel von eurem Briefkasten verloren habt. Ich schaffe mir erstmal ein bisschen Platz, da muss ich die Klappe ja nicht immer festhalten. Schon geht's los mit Lösungsversuch Nummer 1. Ich habe mir im Netz ein sogenanntes Lockpicking-Set bestellt und versuche das jetzt mal damit zu knacken. Beziehungsweise die Pins oder Scheiben zur Seite zu drücken, wie es der Schlüssel auch tun würde, und dann mit dem Spanner das Schloss aufzudrehen. Manche machen das einfach als Hobby, die brauchen wenige Sekunden, ich habe dafür mehrere Minuten gebraucht, aber es hat auch geklappt. Dann Versuch Nummer 2, ich erfühle hier mal, wie der Riegel hinten am Schloss befestigt ist. In meinem Fall ist das eine Kreuzschlitzschraube, kann auch sein, dass du mal irgendwie einen Sechskant oder irgendwas drauf sitzt. Also nehme ich hier meine kleine Knarre mit dem Kreuzschlitzbit und schraub jetzt einfach von hinten den Riegel los, der quasi die Klappe am Briefkasten hält. Auch eine easy Sache, das ging super, zerstörungsfrei, nichts ist kaputt gegangen. Hinterher kann der Riegel einfach wieder montiert werden, falls man den Schlüssel doch nochmal wieder findet. Dann zur dritten und letzten Möglichkeit, das Schloss einfach mit roher Gewalt aufdrehen. Ich habe dafür einen Schlitzschraubendreher, der hat hier vorne so eine Sechskantaufnahme. Da passt ein 10er Schlüssel drauf. So kann ich ein bisschen mehr Kraft ausüben. Dann setze ich den Schlitzschraubendreher an, den Schlüssel drauf und einfach mit Gewalt aufdrehen. Das hat auch geklappt. Jetzt kann ich das Schloss ausbauen. Meins ist nur mit so einer Klammer fixiert. Beim Aufdrehen ist jetzt entweder das Schloss kaputt gegangen oder das Blech vom Briefkasten ist verbogen. Deswegen drehe ich das Schloss jetzt erstmal wieder zurück in die ursprüngliche Position, damit ich das hier aus dem Blech rausbekomme. Ja, das Schloss ist nicht ganz rund, damit es sich halt im Briefkasten nicht dreht, sondern ist an zwei Seiten abgeflacht. Da habe ich es jetzt über das Blech gedreht. Und genau da ist es ein bisschen verbogen. Jetzt werde ich das wieder ein bisschen zurechtdengeln. Ein Holz dahinter. Ich habe hier einen Holzhammer, der macht nicht so viel Kratzer. Und klopft das wieder einigermaßen platt. Dann habe ich ein neues Schloss zur Hand. Ich glaube, im Netz hat das ungefähr 5 Euro gekostet. Ich habe vorher ungefähr geguckt, welche Größe das hat. Passt genau, scheint das gleiche zu sein. Ich könnte jetzt zur Befestigung die alte Klammer vom alten Schloss nehmen, über das Gewinde draufschieben, dann wäre das Schloss schon fixiert. Easy Sache. Bei dem neuen Schloss war hier so eine Überwurfmutter dabei, 22er Schlüsselweite. Die werde ich benutzen, falls das Blech noch ein bisschen krumm ist, kann ich das hier ordentlich anknallen und dann sitzt das Schloss bündig wieder drin. Beim neuen Schloss war auch ein neuer Riegel dabei, ich werde aber den alten wiederverwenden, da der schon in die richtige Position gebogen ist und somit auch hundertprozentig passt. Kurzer Test, funktioniert einwandfrei. Lustigerweise habe ich das Schloss wohl um 180 Grad verdreht. Passt sich gut, weil jetzt ist es logischerweise linksrum auf, rechtsrum zu. Vorher war es andersrum. Und das war's schon. Mein Briefkasten hat ein neues Schloss für 5 Euro. Diesmal passe ich besser auf die Schlüssel auf. Hat's euch gefallen? Konnte ich euch helfen? Lasst gerne Kommentare, Likes oder ein Abo da. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.